Wie gut ist das Revolution Hairwachs von By Willane? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Wir haben hier eine grundsolide Verpackung. Vom Design her gefällt die mir. Die könnte aber ein bisschen wertig sein. All in all, aber vollkommen in Ordnung. Machen wir weiter mit dem Geruch. Wir haben hier einen leicht minzigen, einen frischen, auch männlichen Geruch, der sehr dezent ist, was mir an dieser Stelle gefällt. Machen wir weiter mit den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 40% leider nicht ganz so gut. Machen wir weiter mit dem Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem starken Halt und einem halbmatten Finish. Und jetzt checken wir mal aus, ob das wirklich hier drin ist. Meine Vorhaarfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Wir haben hier ein Haarwachs, was nicht zu weich ist, auch nicht zu hart ist. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Produkten, haben wir hier schon ein eher weicheres Produkt. Machen wir weiter mit dem Auftragen. Das Verreiben in die Hände ging tatsächlich mühelos. Nach kurzem Verreiben konnte man das Produkt noch etwas sehen. Nach längerem Aufwärmen war das Produkt aber dann rückstandslos in den Händen verteilt. Machen wir weiter mit dem Styling. Und zwar habe ich beim Styling meine Haare erstmal ein wenig angefeuchtet und ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet. Dann habe ich eine Föhnbürste dazu genommen und meine Haare erstmal passend mit einem Föhn in Richtung geföhnt, damit ich dann beim Styling einfach weniger zu tun habe. Dann ging es weiter mit dem Styling. Und zwar habe ich das zuvor in den Händen verteilte Produkt überall in meine Haare ordentlich verteilt. Und all in all bin ich auch ganz zufrieden mit dem Styling. Meine Powerlocke konnte ich nicht ganz bändigen. Aber all in all kann man auch an dieser Stelle sagen, kann ich mit dem Styling auf jeden Fall zufrieden sein. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Seiten etwas zu ordnen. Und das war dann meine Frisur nach dem Styling. Machen wir weiter mit dem Halt. Der Hersteller wirbt mit einem guten Halt und das bekommt ihr an dieser Stelle auch. Ein Fixieren der Haare mit Haarspray ist je nach Haartyp nicht unbedingt erforderlich. Ich habe es an dieser Stelle aber gemacht. Machen wir weiter mit dem Finish. Der Hersteller wirbt mit einem halbmatten Finish und meiner Meinung nach ist das Finish tatsächlich sogar schon fast ganz matt. Aber hier werdet ihr an dieser Stelle auf jeden Fall mit dem Finish sehr happy sein. Weiter geht's mit der Auswaschbarkeit des Produktes und dem Preis. Also um das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen, braucht ihr in jedem Fall Shampoo. Und zum Preis, ihr bekommt das By Willane Revolution Hair Wax und zwar 65 ml von dem Produkt für 22 Euro und das ist an dieser Stelle tatsächlich auch ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Die Inhaltsstoffe könnten ein Stückchen besser sein, aber was die Performance-Punkte angeht, kann ich das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich glaube, dass man das Produkt auch für alle Haartypen weiterempfehlen kann, die einen guten Halt und ein haltmattes Finish haben möchten, aber gerade Leute mit normalen Haaren werden mit diesem Produkt auf jeden Fall sehr happy werden. Das Revolution Hair Wax von By Willane bekommt all in all 37 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarstyle.